Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg, Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute hier eingefunden, um einen nächsten Abschnitt zu lesen in dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, wo ich ja jetzt mehr und mehr zum Ende hinkomme. Es geht heute um Abschnitt 4 in Kapitel 7, das ist getitelt Das Bild des Tieres. Und ich bin mir bewusst über die Kommentare, die ich in den letzten Teilen abgegeben habe. Und ich bitte jeden zu berücksichtigen, dass nicht nur die eine Lehre, die so bekannt ist, was die 1260 Jahre angeht, so interessant ist. Ich habe heute ein Video geschaut von Jesse Wessel, vor ein paar Minuten eigentlich erst, das er vor über einem Jahr hochgeladen hat, wo auch in einem anderen Dokument gelingt sogar, glaube ich, an Luther, auch von dieser Zeit von 606 bis 1866, als die 1260 Jahre gesprochen wird. Da werde ich in der Zukunft mit Jesse vielleicht nochmal zusammen was studieren und vielleicht auch nochmal in Deutsch ein bisschen mehr drüber bringen. Aber auf jeden Fall geht es um die 1260 Jahre und nicht 1260 Tage, also nicht wirklich 3,5 Jahre, wie heute in der Kirche überall gelehrt wird. Darüber sind wir uns alle einig. Der Zeitpunkt, ob das jetzt von 538 bis 1798 oder von 606 bis 1866 war, das ist eine Sache, das kann man vielleicht hier und da nochmal klären. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Alexander Hislop hier in diesem letzten Teil nicht alles so uns erklärt, wie wir das sonst überall erklärt haben. Und deswegen finde ich, sollten wir dafür offen stehen und unsere eigenen Untersuchungen im Gebet dazu anstellen, um zu sehen, was wirklich die Wahrheit dieser ganzen Sache ist. Weil das Buch der Offenbarung ist, denke ich mal, das schwierigste Buch in der ganzen Bibel. Sonst hätten wir schon längst irgendwelche Leute, die uns alles ganz genau haarklein erzählen könnten und auch ganz genau sagen könnten, wo wir heute in 2016 ganz genau stehen. Aber ich zweifle da nicht dran, dass wir im Augenblick in der Zeit sind, wo die Rache Gottes mehr oder weniger auf die Erde kommt. Und dass wir deswegen diese ganze Bewegung haben mit der, ja, was sie im Allgemeinen nennen, globale Erwärmung, halt die ganzen Veränderungen, die wir in unserem Lebensraumsystem mitmachen, dass das eben die Rache Gottes ist, die auf uns niederkommt. Hier und da natürlich von Menschen geholfen, wie ich sagte. Chemtrails und Harp bestreite ich ja gar nicht, dass es die gibt, die daran mitarbeiten. Aber wir sehen ja, wie es diese Erdbeben gibt, die eben auch Erschütterung in der Politik sind und diese ganze Sache. Und das Bild des Tieres, was ich jetzt vorlesen werde, ist auch in derselben Hinsicht zu sehen, hat ja auch zu tun mit der Offenbarung und ist auch nicht immer hier und da hundertprozentig deutlich oder logisch vielleicht, wenn man das vergleicht mit dem, was man früher gelernt hat. Und von daher denke ich, dass es eben von jedem auch noch weitere Studien fragt, um das wirklich vollständig und ganz verstehen zu können. Nun fangen wir an zu lesen. Das Bild des Tieres. Das Tier aus der Erde verleitet die Welt nicht nur dazu, das erste Tier anzubeten, sondern bewegt auch die Erdbewohner dazu, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und lebendig geworden ist, ein Bild zu machen, wie wir in Vers 14 Offenbarung 13 lesen können. Während ich viele Jahre lang darüber nachdachte, was mit dem Bild des Tieres gemeint sein könnte, konnte ich bei all den Theorien, die je vorgeschlagen wurden, nie die geringste Befriedigung finden, bis ich zufällig auf ein schlichtes, aber wertvolles Werk mit dem Titel »An Original Interpretation of the Apocalypse« stieß, das ich bereits erwähnt habe. Das kam in einem der früheren Kapitel vor. Ich habe das Buch selbst im Internet gesucht. Man kann es finden, kann es als PDF sich runterladen. Das habe ich auch gemacht. Und das ist sehr, sehr interessant. Aber natürlich in Englisch. Und wo Alexander hier sagt, dass er zufällig auf ein schlichtes Werk gestoßen ist, nun ja, Zufälle gibt es nicht. Es ist die Hand Gottes, die einen zu solchen Dingen leitet. Wie es mich heute dazu geleitet hat, dass ich gestern gelesen habe, in einem Abschnitt von diesem Buch über diese 1260 Jahre von 606 bis 1866 und mir heute dann zufällig am Tag drauf
zufällig, zwischen Anführungszeichen, ein Video von Jesse Wessel angucke, das er vor über einem Jahr hochgeladen hat, wo genau dasselbe drin vorkommt. Zufälle gibt es nicht. Es ist die Hand Gottes, die uns dazu leitet, diese Dinge zusammenzubringen und, wenn wir sie dann nicht verstehen, untereinander zu debattieren. Nicht zu diskutieren, aber zu debattieren und daraus mehr Weisheit zu erlangen. Aber gut, dieses Werk, fährt Alexander fort, also er spricht jetzt über das An Original Interpretation of the Apocalypse, offensichtlich das Erzeugnis eines scharfsinnigen Verstandes, der sehr in der Geschichte des Papsttums belesen ist, lieferte sofort die Lösung zu dem Problem. Diese Lösung des Problems, die hier vorgeschlagen wird, finde ich so etwas von logisch, dass ich mich gar nicht mehr traue, fast was anderes zu denken, wo ich früher mal sagte, das Bild des Tieres ist die Vereinten Nationen. Das war bis jetzt meine Überzeugung. Aber die habe ich mir nach dem Lesen dieses Teils des Buches von Alexander Hislop revidiert. Nun, dort wird das Bild des Tieres, also in An Original Interpretation of the Apocalypse, als die jungfräuliche Mutter bzw. die Madonna erklärt. Auf den ersten Blick mag dies als eine recht unwahrscheinliche Lösung erscheinen. Vergleicht man sie jedoch mit der religiösen Geschichte Chaldeas, so verschwindet das Unwahrscheinliche daran vollständig. Im altbabylonischen Heidentum gab es ein Bild des Tieres aus dem Meer. Und wenn man erfährt, was das Bild war, denke ich, wird die Frage völlig entschieden sein. Als man damit begann, Dagon anzubeten, der auf viele unterschiedliche Weisen und in vielen unterschiedlichen Eigenschaften dargestellt wurde, war die bevorzugte Form, in der er angebetet wurde, die eines Kindes in den Armen seiner Mutter, wie wir ja schon wissen. Der natürliche Lauf der Dinge war der, dass die Mutter schließlich zusammen mit dem Kind angebetet wurde, ja, sogar zum bevorzugten Anbetungsgegenstand wurde, genau wie in der römisch-katholischen Kirche, wo Maria über Jesus gestellt wird, weil Katholiken wird ja gelehrt, sie müssen zu Maria bitten, dass sie Fürsprache bei Jesus hält, dass er uns erhört. Um diese Anbetung zu rechtfertigen, musste diese Mutter natürlich zur Gottheit erhoben werden und ihr mussten göttliche Kräfte und Vorrechte zugeschrieben werden. Egal welche Würde daher der Sohn besessen haben mag, eine ähnliche Würde wurde ihr zugeschrieben. Welchen Ehrennamen er auch trug, ein ähnlicher Name wurde ihr verliehen. Er wurde Belus, der Herr, genannt, sie Beltes, meine Herren. Er wurde Dagon, Wassermann, genannt, sie Derketo, die Meerjungfrau. Er als der Weltenkönig trug die Stierhörner, sie setzte durch die Vollmacht von St. Kuniaton auf ihren eigenen Kopf einen Stierkopf als Zeichen der Königswürde. Hier tauchen wir kurz in eine Fußnote von Alexander ein. Weil diese Aussage ist sehr bemerkenswert, da sie zeigt, dass mit den Hörnern, die die große Göttin trug, wirklich beabsichtigt war, sie als das ausdrückliche Bild des Ninos, des Sohnes, darzustellen. Hätte sie nur die Hörner der Kuh getragen, hätte man annehmen können, dass diese Hörner nur darauf abzielten, sie mit dem Mond gleichzusetzen. Die Stierhörner jedoch zeigen, dass die Absicht die war, sie als von gleicher Souveränität wie Nimrod oder Kronos, der Gehörnte, darzustellen. Er als Sonnengott wurde Beelzamen, Herr des Himmels, genannt. Sie als Mondkönigin Melkat Ashemin, Königin des Himmels. Er wurde in Ägypten als der Offenbarer von Güte und Wahrheit angebetet. Sie in Babylon unter dem Symbol der Taube, als die Göttin der Sanftmut und Gnade, die Mutter gnädiger Annahme, barmherzig und gütig zu den Menschen. Er wurde unter dem Namen Mithras als Mesites, der Mittler, verehrt, sie als Aphrodite bzw. Zornbesänftigerin, wurde Melita, die große Mittlerin, genannt. Von ihm wurde gesagt, dass er die große Schlange unter seiner Ferse zermalmte und von ihr, dass sie den Kopf der Schlange in ihrer Hand zerquetschte. Unter dem Namen Janus trug er einen Schlüssel als Öffner und Schließer der Tore zur unsichtbaren Welt. Unter dem Namen Kybele wurde sie mit einem ähnlichen Schlüssel ausgestattet, als Sinnbild für die gleiche Macht. Er, der von Sünde gereinigt, wurde der unbeschmutzte Gott genannt. Auch sie
hatte die Macht, Sünde abzuwaschen und wurde, obwohl sie die Mutter des Samens war, Jungfrau rein und unbefleckt genannt. Er wurde als Richter der Toten dargestellt. Von ihr wurde gesagt, dass sie an seiner Seite steht, am Richterstuhl in der unsichtbaren Welt. Von ihm wurde erzählt, dass er wieder auferstand, nachdem er durch das Schwert getötet worden war und in den Himmel auffuhr. Obwohl die Geschichte sagt, dass sie mit dem Schwert durch einen ihrer eigenen Söhne getötet wurde, heißt es in der Sage nichtsdestoweniger, dass sie auch durch ihren Sohn leiblich zum Himmel getragen und zur Pambesilea, der Königin des Universums, gemacht wurde. Um schließlich das Ganze zu bestätigen, lautet der Name, unter dem sie nun bekannt war, Semele, was im Babylonischen Bild bedeutet. Und in einer weiteren kleinen Fußnote lesen wir, dass Apodoloros sagt, dass Bacchus seine Mutter, als er sie zum Himmel trug, Tuone nannte, was lediglich die weibliche Form seines eigenen Namens Tuoneus oder im Lateinischen Tyoneus war. Tuoneus kommt offenbar vom Partizip Passiv von THN, tn, beweinen, einem Synonym für Bacchus, den beweinten Gott. Genauso ist Tuone die beweinte Göttin. Die römische Juno war offensichtlich in eben dieser Eigenschaft als Bild bekannt, denn es gab in Rom einen für sie errichteten Tempel auf dem Kapitolinushügel mit dem Namen Juno Moneta. Moneta ist die betonte Form von einem der chaldäischen Wörter für Bild. Und dass die wahre Bedeutung des Namens war, dass dies die wahre Bedeutung des Namens war, geht aus der Tatsache hervor, dass die Münzstätte sich im Tempelbezirk befand. Welche andere Aufgabe hat eine Münzstätte als Bilder zu prägen? Daher die Verbindung zwischen Juno und der Münzstätte. Und daher erklärt sich auch die Abstammung des englischen Wortes Money, Geld. Nur mal eben am Rande bemerkt. So wurde sie in jeder Hinsicht bis zum kleinsten Jota und Tüttelchen zum ausdrücklichen Bild vom babylonischen Tier, das die Wunde des Schwertes hat und lebendig geworden ist. Aufgrund dessen, was schon in einem früheren Kapitel dieses Buches dargelegt wurde, ist es kaum nötig zu sagen, dass eben diese Göttin heute in der Kirche Rom unter dem Namen Maria angebetet wird. Obwohl diese Göttin mit dem Namen der Mutter unseres Herrn bezeichnet wird, sind alle ihr verliehenen Eigenschaften einfach von der babylonischen Madonna übernommen worden und nicht von der jungfräulichen Mutter Christi. Die Art, in der die päpstliche Madonna dargestellt wird, ist deutlich eine Kopie der abgöttischen Darstellung der heidnischen Göttin. Man stellte den großen Gott gewöhnlich im Kelch einer Lotusblume sitzend oder stehend dar. In Indien ist die gleiche Darstellungsart verbreitet, so dass man Brahma oft auf einer Lotusblume sitzen sieht, die vom Nabel Vishnus stammen soll. Ebenso muss die große Göttin ein ähnliches Lager haben und daher sitzt in Indien Lakshmi, die Mutter des Universums, oft auf einer Lotusblume, getragen von einer Schildkröte, wie wir in der Abbildung 57 hier eingeblendet natürlich sehen können. Auch hier hat das Papsttum eine Kopie von seinem heidnischen Modell angefertigt, denn im Pancarpium Marianum auf Seite 88 werden Jungfrau und Kind im Kelch einer Tulpe sitzend dargestellt, wie wir in der später eingeblendeten Abbildung 58 erkennen können. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Es gibt in der ganzen Bibel nicht eine Zeile oder einen Buchstaben, der die Vorstellung unterstützt, dass Maria angebetet werden soll, dass sie die Zuflucht der Sünder ist, dass sie unbefleckt war, dass sie Sühnung für Sünde leistete, als sie am Kreuz stand und laut Simeon auch ihre eigene Seele ein Schwert durchdrang oder dass sie nach ihrem Tod von den Toten auferweckt und in Herrlichkeit zum Himmel getragen wurde. In der ganzen Bibel gibt es
keine einzige Bestätigung für diese Maria-Verehrung in der römisch-katholischen Kirche. Wenn es das nicht in der Bibel gibt, dann sollte jeder Katholik, der meint, er würde Jesus anbeten, er würde den Gott der Bibel anbeten, er würde die Bibel glauben, doch bitte auch mal die Bibel richtig lesen. Nicht den Katechismus, sondern eine weit unverfälschte Bibel. Zum Beispiel die Schlachter 1951. Es steht da nicht drin. Und wenn man sagt, ja, aber es steht in der Bibel nicht drin, aber die römisch-katholische Kirche sagt das so, also ist das doch so, ja, dann glaubt man dem Menschen mehr als dem Herrn. Dann ist das Wert eines Menschen und in diesem Fall des Mannes der Sünde, des Antichristen, wichtiger oder autoritativer als das Wort Gottes. Und wenn ich einen Menschen vor Gott stelle, dann gebe ich dem Menschen Ehre und nicht Gott. Und wenn ich nicht Gott die Ehre gebe, sondern dem Menschen, muss ich den Satz zu Ende sprechen? Ihr versteht's, ne? Doch im babylonischen System konnte man all dies finden. Also, wir sprechen hier von der Maria-Anbetung, wie sie heute in der römisch-katholischen Kirche zu finden ist. All das konnte man im babylonischen System finden. Und es ist jetzt alles in das System Roms eingegliedert. Das heilige Herz Marias wird von einem Schwert durchbohrt dargestellt, als Zeichen dafür, wie die abgefallene Kirche sagt, dass ihr Schmerz bei der Kreuzigung ebenso wahrhaftig eine Sühnung war wie der Tod Christi. Denn im Andachts- oder Gebetbuch, übernommen von der Brüderschaft des heiligen Herzens, stoßen wir auf so lästerliche Worte wie diese. Zitat: Geh also, frommer Anhänger! Geh also zum Herzen Jesu, aber lass deinen Weg durch das Herz Marias gehen. Das Kummerschwert, das ihre Seele durchbohrte, öffnet dir einen Durchgang. Tritt ein durch die Wunde, die die Liebe gemacht hat. Ende Zitat. In Paradisus Sponsi et Sponsae vom Autor von Pancarpium Marianum kommen folgende Worte an die Jungfrau zur Erläuterung einer Tafel vor, die die Kreuzigung sowie Maria am Fuß des Kreuzes mit dem Schwert in ihrer Brust darstellt. Zitat: Dilectus tuus filius carnem tu vero animam immolasti, immo corpus et animam. Das heißt, dein geliebter Sohn opferte sein Fleisch, du deine Seele, ja, sowohl Körper als auch Seele. Dies ist weit mehr als das Opfer der Jungfrau auf eine Ebene mit dem Herrn Jesus zu stellen. Es macht es noch viel größer. Dies war 1617 allein das Glaubensbekenntnis der Jesuiten. Es gibt jetzt Grund anzunehmen, dass es das allgemeine Glaubensbekenntnis des Papsttums ist. Also, dein geliebter Sohn opferte sein Fleisch, du deine Seele, ja sowohl Körper als auch Seele. Das war 1617 allein das Glaubensbekenntnis der Jesuiten, der Gesellschaft Jesu. Und es gibt auch jetzt einen Grund anzunehmen, dass es das allgemeine Glaubensbekenntnis des Papsttums ist. Daran zweifelt ja wohl keiner, der die Jesuiten ein wenig studiert hat und weiß, dass die Jesuiten das Papsttum seit Hunderten von Jahren, und ich spreche von weit vor 1814, in der Tasche haben. Wer Zweifel daran hat, den verweise ich auf meine Lesung zu Herrscher des Bösen. Da kommt das auch nochmal drin vor. Und natürlich Luther 2017. Kann man sich alles anhören, kann man alles nachlesen. Und dann vielleicht, hoffentlich, verstehen.
Dann hören wir wiederum jemanden wie M. Guénouaud aus Frankreich sagen, der den neuen Glauben erklärt. Zitat: Maria war die Wiedergutmacherin der Schuld Evas, wie unser Herr der Wiedergutmacher der Schuld Adams war. Ende Zitat. Tja, okay. Oder ein anderer, Professor Oswald von Paderborn, beteuert, Maria sei nicht ein menschliches Wesen wie wir gewesen, sondern sie sei, Zitat, die Frau, wie Christus der Mann ist. Und Maria ist mit anwesend in der Eucharistie. Und es ist unbestreitbar, dass gemäß der eucharistischen Lehre der Kirche diese Gegenwart Marias in der Eucharistie wirklich und wahrhaftig ist, nicht nur eingebildet oder bildlich. Ende Zitat. Nein, wenn es nur eingebildet oder bildlich wäre, dann ist man ja anathema sin, wie ich bereits gestern einige Dinge vorgelesen habe in dem Kapitel hier vor, wie ihr euch erinnert. Ansonsten schaut es euch nochmal an. Und weiter lesen wir im päpstlichen Erlass von der unbefleckten Empfängnis, dass dieselbe Madonna zu diesem Zweck durch das Schwert verwundet, von den Toten auferstand und, nachdem sie in die Höhe aufgenommen war, Himmelskönigin wurde. Wenn dies alles so ist, kann man dann umhin zu sehen, dass in dieser abgefallenen Gemeinschaft das zu finden ist, was präzise der Aussage entspricht, dass im Herzen des Christentums dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und lebendig geworden ist, ein Bild gemacht und aufgestellt wird? Zieht man die inspirierten Worte zu Rate, so stellt man fest, dass dies durch eine allgemeingültige öffentliche Handlung des abgefallenen Christentums geschehen sollte. Zitat: Es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier ein Bild zu machen. Ende Zitat aus Vers 14, Offenbarung 13. Und sie taten es. Und hier gilt es, die wichtige Tatsache zu beachten, dass dies bis vor 8 Jahren nie getan wurde und nie hätte getan werden können. Aus dem einfachen Grund, dass bis dahin nie anerkannt war, dass die Madonna Roms all die Eigenschaften in sich vereinte, die dem babylonischen Bild des Tieres gehörten. Bei den vor 8 Jahren, erinnert euch bitte, Alexander hat das Buch 1853 geschrieben, er spricht also von 1845. Bis dahin wurde nicht einmal in Rom zugegeben, obwohl dieser böse Sauerteig lange und sehr kräftig gearbeitet hatte, dass Maria wirklich unbefleckt war. Und folglich konnte sie nicht das vollkommene Gegenstück zum babylonischen Bild sein. Was jedoch nie zuvor getan wurde, geschah im Dezember 1854. Damals trafen sich Bischöfe aus allen Teilen der Christenheit und Abgesandte von den Enden der Welt in Rom. Den Satz nochmal. Damals trafen sich Bischöfe aus allen Teilen des Katholizismus, nicht Christenheit, und Abgesandten von den Enden der Welt in Rom. Und mit nur 4 Gegenstimmen wurde entschieden, dass Maria, die Mutter Gottes, die starb, von den Toten auferstand und in den Himmel auffuhr, von nun an als die unbefleckte Jungfrau angebetet werden sollte, ohne Sünde empfangen und geboren. Dies war die formelle Aufrichtung des Bildes des Tieres, und zwar durch allgemeine Zustimmung der Menschen, die auf Erden wohnen. Nachdem es nun aufgerichtet war, heißt es, dass das Tier aus der Erde dem Bild Leben und Sprache verleiht. Dies beinhaltet zunächst, dass es an sich weder Leben noch Stimme hat, dass es dann aber nichtsdestoweniger durch das Tier von der Erde sowohl Leben als auch Stimme empfangen und ein wirksamer Agent des päpstlichen Klerus sein wird, der es genauso sprechen lassen wird, wie es ihnen gefällt. So absurd das für manchen auch klingen mag. Es ist ein Fakt, dass nach dem Schreiben dieses Buches an verschiedenen Orten der Welt Weissagungen der Jungfrau Maria veröffentlicht wurden, und das kann jeder selber nachforschen. Ich werde euch hier einen Link in Englisch und einen Link in Deutsch zu Wikipedia der Geheimnisse von Fatima in die Beschreibungsbox des Videos einkleben, dass ihr das nachlesen könnt hier. Und hier sogar vom Büro der Inquisition selber, von der vatikanischen Webseite,
Vatikan.va Roman Curia Congregations of Faith. Und das kann man auch in einem Buch nachlesen. Und den Link zu diesem Buch über die Fatima-Visionen werde ich auch einkleben in diese Beschreibungsbox dieses Videos, dass ihr das alles selbst nachlesen könnt, in Deutsch selbst und in Englisch. Ja? Also bevor jemand da Kommentare zuschreibt, verpflichte ich ihn, diese Dinge erstmal selbst durchzulesen. Neben unzähligen Geschichten über weinende Madonna- oder Maria-Statuen sind diese sprechenden Botschaften deutlich darin, dass es sich hier um die Erfüllung der Offenbarung 13 handelte. Auch muss man berücksichtigen, was ich hierzu in dem Buch Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, bereits las, und sich sicherlich die Lesung Nummer 9 ansehen, wo es um die Errichtung der Statue Freiheit, also der Himmelskönigin, auf dem Dom des Kapitols in Washington geht. Ich weiß nicht, wenn ich dieses Kapitel hochlade, ob ich dann schon Teil 9 hochgeladen habe, weil ich warte immer einen Monat mit dem Hochladen von Herrscher des Bösen und der letzte Teil ist gerade mal eine Woche her. Aber es kann durchaus sein, dass es dann noch nicht raus ist, aber behaltet das dann halt. Lesung Nummer 9. Da geht es um die Errichtung der Statue auf dem Kapitol der Vereinigten Staaten in Washington. Betrachtet man all diese zusammengetragenen Fakten, nicht irgendwelche Theorien, sondern Fakten, dann besteht kein Zweifel mehr, was das Bild aus Offenbarung 13 ist, zumal die Vereinigten Staaten von Amerika ja von Anfang an Maria gewidmet wurden, wie ich in verschiedenen Lesungen bereits bewiesen habe. Da muss man nur mal drauf zurück. Na? Also, macht ständig eure eigenen Untersuchungen und schaut euch die Videos an, die ich mir die Mühe dafür gemacht habe zu produzieren, dass eben jeder verschiedene Brunnen hat, um solche Dinge selbst nachzuforschen, bevor in irgendwelchen Kommentaren irgendwelche Dinge aufkommen, dass das alles nicht wahr ist, weil. Dann prüft bitte eure Weil-Gründe erstmal gegen die Gründe, die ich, unter anderem ich bin ja nicht alleine, angeführt habe. Seit das Bild aufgerichtet wurde, konnte seine Stimme überall im Papsttum gehört werden. Früher liefen Erlasse mehr oder weniger unter dem Namen Christi. Jetzt geschehen alle Dinge überwiegend im Namen der unbefleckten Jungfrau. Ihre Stimme wird überall gehört. Ihre Stimme steht an oberster Stelle. Doch wohlgemerkt, wenn diese Stimme vernommen wird, dann ist es nicht die Stimme der Gnade und Liebe, sondern die Stimme der Grausamkeit und des Schreckens. Die Erlasse, die unter dem Namen des Bildes herauskommen, haben zum Inhalt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, wie wir in Vers 17, Offenbarung 13 lesen können. Das Bild wurde erst errichtet, als man begann, dies auszuführen. Was war das Konkordat in Österreich, das so schnell folgte? Anderes als das. Durch den Zwang unerwarteter Ereignisse wurde dieses Konkordat noch nicht in die Tat umgesetzt. Sollte dies aber geschehen, wären die Ergebnisse genauso wie vorhergesagt. Dass niemand im Gebiet Österreichs kaufen oder verkaufen kann, ohne das Malzeichen in der einen oder anderen Form. Schon die Tatsache, dass ein solch intolerantes Konkordat so rasch auf den Erlass der unbefleckten Empfängnis erfolgte, zeigt, was die natürliche Frucht dieses Erlasses ist. Die Ereignisse, die bald darauf in Spanien stattfanden, zeigten das machtvolle Wirken des gleichen Verfolgungsgeistes auch dort. Während der letzten paar Jahre mag es so ausgesehen haben, als sei die Strömung des geistlichen Despotismus wirksam eingedämmt worden. Und sicherlich haben viele der Überzeugung nachgegeben, dass, so gelähmt wie die weltliche Souveränität des Papsttums ist und so schwankend wie sie zu sein scheint, diese Macht oder die ihr Untergebenen niemals mehr verfolgen könnten. Die hier angeführte gelähmte weltliche Autorität des Papsttums ist ja inzwischen Geschichte.
Er schreibt das ja in den 1850er Jahren, wo wir heute, 2016, wissen, dass die angeblich tödliche Wunde mit dem Lateraner Vertrag durch Mussolini 1929 geheilt wurde. Da gehe ich hier nicht weiter drauf ein, das habe ich zur Genüge in anderen Werken von mir besprochen. Das kann man sich dann da ja anschauen. Aber es steckt eine erstaunliche Lebenskraft im Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und niemand kann im Voraus je sagen, welche offensichtlichen Dinge der Unmöglichkeit es vollführen kann, wenn es darum geht, den Fortschritt von Wahrheit und Freiheit zu hindern, wie verheißungsvoll die Dinge auch scheinen mögen. Was immer aus der weltlichen Souveränität der römischen Staaten werden mag, ist es heute keineswegs so offensichtlich, wie es vielen nur vor kurzem erschien, dass der Sturz der geistlichen Macht des Papsttums nahe bevorsteht und seine Macht zu verfolgen endgültig vergangen ist. Ich zweifle nicht daran, dass viele, gedrungen durch die Liebe und Gnade Gottes, doch der himmlischen Stimme gehorchen und aus der verurteilten Gemeinschaft fliehen werden, bevor die Schalen des göttlichen Zorns auf sie herabkommen. Na, die Zeit, in der wir jetzt leben, wie ich anfangs gesagt hatte. Doch wenn ich in der Auslegung dieses Abschnitts richtig liege, dann folgt daraus, dass sie eine noch größere Verfolgungsmacht denn je zuvor werden muss und dass jene Intoleranz, die sich unmittelbar nach Aufrichtung des Bildes in Österreich und Spanien zu entfalten begann, sich noch über ganz Europa verbreiten soll. Denn es heißt nicht, dass das Bild des Tieres nur erlassen soll, sondern es bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, in Vers 15. Wenn dies stattfindet, ist es offensichtlich an der Zeit, dass sich Vers 8 erfüllt. Zitat. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Ende Zitat. Es ist unmöglich, sich davon zu befreien, indem man sagt, dies bezieht sich auf das dunkle Mittelalter. Es erfüllte sich vor Luther. Ende Zitat. Ich frage dann, hatten die Menschen, die auf der Erde wohnten, das Bild des Tieres vor Luthers Zeit errichtet? Eindeutig nein. Der Erlass der unbefleckten Empfängnis ist das Werk von gestern. Die Prophezeiung bezieht sich also auf unsere eigene Zeit und den Zeitabschnitt, in den die Kirche jetzt eintritt. Mit anderen Worten, das Töten der Zeugen, die große Trübsal der Heiligen, steht noch bevor. Und hiermit endet Abschnitt 4 des Kapitel 7, das Bild des Tieres von Babylon nach Rom. Nächstes Mal wenden wir uns Abschnitt 5 zu. Der Name des Tieres, die Zahl seines Namens, das unsichtbare Haupt des Papsttums. Und auch da kommen wir vieles gegen, was ich bereits in Herrscher des Bösen erzählt hatte. Das ist etliche Seiten lang und ich hoffe, dass ich mit den ganzen Fußnoten das in einer Lesung innerhalb von einer Stunde ungefähr schaffen werde. Könnte durchaus sein, dass ich es in zwei Videos aufteilen muss. Jedenfalls ist der folgende Teil der letzte Teil vor der Schlussfolgerung. Und ich habe gestern das Buch ausgelesen und auch diese Schlussfolgerung gelesen. Und ich kann jedem nur anraten, sich diese Schlussfolgerung nicht entgehen zu lassen. Die ist das, wie man im Englischen so schön sagt, das Epitom des ganzen Buches. Für heute war es jedenfalls genug. Am Abend des 19. August, 21.58 Uhr, die Sonne ist untergegangen, also der Sabbat ist angefangen, beendet Jörg von Stunde der Wahrheit seine Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und viel Spaß bei euren eigenen Studien. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bleibt auf dem schmalen Pfad der Erlösung von Jesus Christus. Gott möge euch behüten und beschützen und er segne euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.